Oh, nein, natürlich nicht. Willkommen zu einer weiteren Folge von Retro-Sonntag. Wir spielen heute Suicide Voyage für den Commodore 64 aus dem Jahr 1987. Ein Spiel, das ich seit frühester Kindheit schon kenne und das mich damals echt geflasht hat, allein wegen dieser Musik im Hintergrund. Wir hören hier Axel F. und nein, nicht von diesem bekloppten Frosch aus der Jamba-Werbung früher. Das gab's schon Jahrzehnte zuvor und zwar von Harold Faltermeyer. Und es war die Musik von Beverly Hills Cop. Was die in diesem Spiel zu suchen hatte, wusste ich noch nie, aber fand ich damals extrem cool. Gemacht ist das Spiel von einem gewissen Robert Brandl und die Musik arrangiert hat Thomas Schmidt, beziehungsweise nachgespielt, aber das sehr gut. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal. So, das Spiel hat sogar eine Story, und zwar unbekannte Kräfte oder Wesen haben sämtliche Energiereserven der Erde gestohlen und in dieser Höhle hier versteckt. Hört sich auch sehr nett an. Und wir sind jetzt mit unserem super Hightech-Raumkreuzer unterwegs und ja, müssen diese Energietanks wieder beschaffen bzw. abschießen und sollten Crashs vermeiden, denn dann verlieren wir ein Leben. Wir haben 4 Leben, dann ist Feierabend. Und die Steuerung ist extrem gewöhnungsbedürftig. Ich will nicht mal sagen, dass sie schlecht ist, weil die macht gerade den Schwierigkeitsgrad aus. Wäre die so super präzise, wäre es deutlich einfacher zu steuern. Oder einfacher zu spielen, besser gesagt. Denn ich drücke jetzt mal ganz leicht auf Steuerkreuz links. Ah, jetzt tut sich was, aber jetzt drücke ich auch mal ganz leicht und nichts tut sich. Also, man darf nicht zu fest auf links drücken oder in die Richtung, sonst rast der direkt mal los und direkt in ein Hindernis meistens. Immerhin, nach oben und unten geht, normal. So, So, da ist wieder so ein Tank, glaube ich. So, die müssen wir alle treffen. So, hau ab, nicht so schnell. So, also, ja, jetzt drücke ich wieder nach rechts. Jetzt nach dem zweiten Mal tut das erst. Das soll wohl ein bisschen den Schub simulieren, dass so ein echtes Raumschiff auch nicht in Wirklichkeit direkt volle Pulle fliegt. Was ich allerdings hier sehr schwer finde. Trotzdem, ich habe es als Kind sehr gern gespielt und ich kenne es schon wirklich seit Urzeiten. Ich meine, als das Spiel rauskam... Oh, schnell! Hola! Als das Spiel rauskam, war es gerade in meinem Kindergartenalter. Ich habe es erst ein bisschen später kennengelernt, als ich da ein C64 hatte, so in den frühen 90er Jahren. Aber fand das Spiel gleich echt cool. So, hier kommt gleich was, oder? Kommt hier nichts? Oh ne, kommt zwar nichts, aber ich muss nach oben. Da ist wieder so ein Energiefeld. Und ohne die dürfen wir nicht nach Hause kommen. So, getroffen. So, hier durch. Boah, das war knapp. Ja, also es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Immer. Da kommt nichts. Ich dachte mal, da kommt was. Okay, umso besser. So. Da oben ist wieder so ein Ding. Ah, ich warte lieber. Eine Besonderheit ist, dass die Hindernisse einfach mal so mir nichts, dir nichts erscheinen. Das heißt, man muss... Oh, das war doch nur gestreift. Was? Game over? Was jetzt? Ich glaube, der hat mich direkt hingespawnt, wo ein Hindernis war. Vielen Dank, Spiel. Okay, wir versuchen es nochmal. Cool, dass die Musik auch durchgängig läuft, ohne Unterbrechung. Sehr nice. Okay, jetzt wieder abschießen hier. Ah, diese Steuerung. Wie ich sie liebe. So, hier unten lang. Und durch. Ah, das ist auch noch so ein Teil. Da muss ich auf jeden Fall nochmal hoch. Ja, man muss erstmal in Ruhe das Terrain sondieren, quasi, um sicherzugehen, dass da nicht plötzlich ein Hindernis erscheint. Und ja, zum Glück gibt es hier kein Zeitlimit. So, kann ich von hier das Ding abschießen? Vielen Dank. Das ist nicht fair! Immerhin werden wir fair wieder hingespawnt. Okay, hep. Komisches Ding, was auch immer das sein soll. Sieht aus wie ein Walfisch. So, und jetzt. Schubrakete. Ballon kaputt. Runter. Nächsten Energietank einsammeln. Ich glaube, ich habe das Spiel nie durchgeschafft. Sollte ich mal, by the way, erwähnen.
hatte auch irgendwann keine Motivation mehr, weil es so schlecht war. Aber ich habe es immer mal wieder gespielt, sehr häufig. Man hatte ja nicht so viele Spiele damals gehabt, obwohl man auf dem Schulhof fleißig ausgetauscht hat. Jedoch, allein wegen der coolen Musik, immer wieder mal eingeladen und ein bisschen gezockt. Komm, geh aus, du komische Dusche. So, und runter. Ah, fliegende Wärmflasche. Aus nördlicher Richtung. So, dann ging's hier oben weiter. Hopp, stopp. Ich warte, bis das weg ist. So. Ah, das ist auch so eine Stelle, die ich hasse. Okay, letztes Leben. Wir sind... Oh, Moment. Das ist so nett. Bin ich Game Over? Ne, ein Leben habe ich noch. Ja, das Spiel ist manchmal schneller vorbei, als man gucken kann. Vor allem, wenn man so blöd spielt wie ich gerade. Oh, ich wollte dich gerade töten, du pinker Ballon. Was machst du so feige verschwinden? Okay. Man kann ja hier nicht mal richtig Gas geben, weil alle paar Zentimeter ein Hindernis kommt. So, die, wo man abschießen kann, finde ich ja noch ganz nett. Okay. Ach, weißt du was? Ich werde es eh nicht durchspielen, deswegen sehe ich mal zu, dass wir jetzt statt diesen Energietank da oben einzusammeln, mal ein bisschen mehr vom Level sehen. So. Da kommt nämlich noch so eine ganz blöde Stelle. Ich weiß nicht, ob man die gleich noch sieht. Ist das hier? Das? Okay, ich glaube, da bin ich früher mal oben lang geflogen. Das war noch die beste Stelle. So, hier heißt es jetzt wieder Vorsicht. Langsam fliegen und anhalten. Hoch. Über dieses komische blaue Ding. Das war der richtige Weg. Der einzige richtige Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, genau, das hier. Wie lustig. Buh. Ah, papa. UFO, UFO. Verfolgendes UFO. Und das kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Kommt denn das plötzlich her? Schon damals in meiner Panik wahrscheinlich gleich abgeschossen, ne? Beste, was man tun kann. So, weiter. Ein Wurm. Der berühmte Weltallwurm. Alter, wir sind ja gar nicht mal im Weltall. Wir sind ja auf der Erde in einer Höhle. Story finde ich echt cool. Unbekannte Kräfte haben die Erdenergie gestohlen und in einer Höhle versteckt. Aber wie? Wie haben sie die transportiert? In Thermosflaschen oder was weiß ich? Okay. Ah, da ist wieder so ein Tank. Leider der falsche Weg. So, da kommt gleich ein Hindernis. Das liebe ich an diesem Spiel so. Okay. Schön zu sehen, dass ich noch genauso scheiße bin wie früher in diesem Spiel. Immerhin geile Musik, aber ein schweres, herausforderndes Spiel. Alles in allem extrem nice. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Das war der Retro-Sonntag für dieses Mal. Wenn ihr mögt, heute Abend um 20 Uhr gibt es noch eine Folge Outlast 2. Würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder sehen und hören. Bis dann. Tschüsschen.